Liebe Genossinnen und Genossen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. So lautet Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 und 2 unseres Grundgesetzes. Aylan Kurdi, der dreijährige syrische Junge, der dem Elend an den europäischen Außengrenzen in diesem Herbst Namen und Gesicht gegeben hat, der an der griechischen Küste angespült wurde, nachdem er ertrunken war, ist einer dieser Menschen, die in Artikel 1 unseres Grundgesetzes gemeint sind. Da steht nämlich nichts von der Würde des deutschen Menschen, sondern es ist ausdrücklich von der Würde des Menschen die Rede. Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, geht es bei der Flüchtlingsfrage seit Monaten um nichts anderes als um eine Haltungsfrage, um eine Wertefrage, um eine Frage, ob wir das ernst meinen, was in unserer Verfassung steht und ob wir bereit sind, auch angesichts des Wohlstands, den wir in unserem Land haben, mit dieser Verantwortung bewusst umzugehen. Und natürlich wirft das auch Fragen auf. Und wir versuchen in dem Leitantrag, viele dieser Fragen aufzunehmen. Aber ich will ausdrücklich sagen, liebe Genossinnen und Genossen, weil man manchmal ja den Eindruck in der Öffentlichkeit bekommt, dass man Fragen nicht stellen darf. Und es gibt ja ein paar, die das auch versuchen, bewusst zu stellen. Kritische Fragen zu stellen, ist ausdrücklich legitim. Allerdings diese Fragen mit Ausgrenzung und Abgrenzung zu beantworten, das wäre schändlich, liebe Genossinnen und Genossen. Und deswegen will ich nur drei kurze Bemerkungen machen, weil Malu Dreyer bereits etliches zu dem inhaltlichen Teil, wie auch Hannelore Kraft und auch Martin Schulz zu dem europäischen Dimension gesagt hat. Ich will drei Bemerkungen machen. Erstens zu den geistigen Brandstiftern, die sich montags in Dresden versammeln. Ich sage euch, Genossinnen und Genossen, mir macht das Sorge, was da im Rutschen ist. Viele, die Verantwortung tragen, ehrenamtlich wie hauptamtlich, haben Gefühl dafür, was sie an Hetzmails bekommen in diesen Monaten. Aber wenn ich sehe, dass in Dresden montags Politiker an Galgen gezeigt werden, wenn die Bundeskanzlerin in Nazi-Uniform gezeigt wird oder aber Rednerinnen und Redner offen auf der Bühne sich darüber bedauernd äußern, dass die Konzentrationslager nicht mehr in Betrieb sind, ohne dass dagegen Widerstand geleistet wird, dann sage ich euch, liebe Genossinnen und Genossen, sind in Dresden längst rote Linien überschritten, denen wir entschieden entgegentreten müssen. Denen, die sich da als kritische Bürger oder Islamkritiker auszeichnen oder formulieren oder beschreiben, das hat mit kritischem Bürgertum oder mit Islamkritik gerade gar nichts zu tun. Es sind diejenigen, die den Weg frei machen, die Grenzen überschreiten, die Grenzen fließend machen, die uns Sorgen machen müssen. Und die am Ende, Anfang der 90er Jahre, und das will ich am heutigen Tag in aller Klarheit sagen, die in den 90er Jahren genau mit solchen Argumenten, mit solchen Mustern in Rostock-Lichtenhage und in Hoyerswerda geendet haben. Und deswegen muss Schluss sein mit dem braunen Spuk in Dresden und die Auseinandersetzung mit der AfD, dem politischen Arm der geistigen Brandstifter aus Dresden, muss eine offene und harte Konfrontation aufgenommen werden, Genossinnen und Genossen. Die zweite Bemerkung, die ich machen will, bezieht sich auf unseren Koalitionspartner, weil auch das muss auf diesem Parteitag gesagt werden. Mein Eindruck ist schon, dass nachdem die Kanzlerin mal Haltung bewiesen hat in einer Frage, aber sie jetzt heftig aufpassen muss, dass ihre Formulierung "Wir schaffen das" nicht zu einer Durchhalteparole wird, weil die Union nicht in der Lage ist, dabei irgendetwas zu liefern, dass sich weite Teile der Union in einem Doppelspiel in den letzten Monaten aufgestellt haben. Auf der einen Seite eine Kanzlerin, die sozusagen in Verbundenheit mit den großen Fragen dieser Welt versucht, eine bestimmte Position zu vertreten, aber weite Teile der Union ihr längst nicht mehr folgen. Und daraus ist in Teilen ein Schäbigkeitswettbewerb geworden, liebe Genossinnen und Genossen, der seinesgleichen sucht. Das gilt nicht nur für all die Attacken von Horst Seehofer und erst recht von Markus Söder, sondern es gilt ganz ausdrücklich auch für jemanden wie Julia Klöckner, die keinen Tag auslässt, Ressentiments zu bedienen, liebe Genossinnen und Genossen.
Und es gibt kaum wenig Stellen, in denen das nicht klarer wird. Julia Klöckner, die sozusagen jeden Tag versucht zu erklären mit subtilen Bemerkungen, warum das mit dem Islam schwierig ist, warum das mit dem Fremden schwierig ist, warum die Landesregierung das nicht im Griff hat und gleichzeitig in der Mitverantwortung für die Bundespolitik ist. Und sie sozusagen an jeder Stelle versucht, das zu hintertreiben, was politisch beschlossen ist. Und auf der anderen Seite eine Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die eben gerade in aller Klarheit gesagt hat, wir schaffen das, wenn wir es gemeinsam machen und niemand gegeneinander ausgespielt wird. Genau das ist die Alternative, die sich zwischen Konservativen auf der einen Seite und Sozialdemokraten auf der anderen Seite dokumentiert. Und deswegen sollten wir alles tun, dass Malu Dreyer Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz bleibt. Es gehört aber auch am heutigen Tag da etwas dazu zu sagen, weil man ja in den letzten Monaten den Eindruck gewinnen könnte, dass Politik in Berlin das alles nicht im Griff hat. Und die Wahrheit ist, liebe Genossinnen und Genossen, die Politik hat das eigentlich schon im Griff, weil die Ministerpräsidenten früh im Herbst, im Frühjahr diesen Jahres Entscheidungen getroffen haben. Die Politik hat es im Griff, weil unter anderem Sigmar Gabriel bereits im Sommer des letzten Jahres darauf hingewiesen hat, dass da ein großes Thema kommt, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Aber es gibt einige, die haben es nicht im Griff. Das ist die Unionsfamilie insgesamt, die sozusagen einen Realitätsschock in diesem Sommer erlebt hat, weil sie das, was sie versucht hat, jahrzehntelang und jahrelang zu dokumentieren, dass man sich mit Einwanderung, Zuwanderung, Flucht nicht beschäftigen muss, auf der einen Seite jetzt verkraften muss und auf der anderen Seite man schon den Eindruck haben muss, ich will das mit der gebotenen Vorsicht beschreiben, dass es den ein oder anderen gibt im Kabinett, der überfordert ist. Ich fand die Debatte der letzten Tage ein wenig schwierig, weil eins aus meiner Sicht nicht hinreichend klar ist. Der Einzige, der wirklich nichts im Griff hat, ist der Bundesinnenminister de Maizière, der nämlich seit Monaten nicht in der Lage ist, die gemeinsamen Entscheidungen umzusetzen. Der stattdessen jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treibt. Was ist das für ein Innenminister, der am Tag, nachdem wichtige Entscheidungen getroffen wurden, am Tag drauf sofort wieder erklärt, aber jetzt müssen wir noch was anderes machen. Dass das Vertrauen nicht verstärkt, ist doch völlig klar und es ist doch Teil eines Doppelspiels in der Unionsfamilie, weil sie nicht damit klarkommen. Deswegen reden sie ständig über Scheinlösungen. Und wir müssen sehr klar sagen, und damit bin ich wieder am Anfang, weil wir über Haltungsfragen reden, dass es mit uns keine Debatten über Scheinlösungen gibt. Es gibt im nationalen Kontext keine Obergrenzenlösung, weil sie bedeuten würde, dass wir das Asylrecht aushöhlen müssten. Und das werden wir nicht tun. Was wir brauchen, ist Steuerung. Und das sagen wir übrigens nicht erst seit 4 Wochen, sondern das sagen wir seit Jahren, dass wir im Kern neben dem Asylrecht ein Einwanderungsgesetz brauchen, das Menschen, die nach Arbeit und sozialer Sicherheit suchen, einen Zugang geben muss. Übrigens haben wir damit einen Einstieg in diesem Jahr geschafft. Und der Frage einem humanitären Aufenthaltstitel. Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, will ich am Schluss einen entscheidenden Punkt noch einmal betonen. Wenn es richtig ist, dass wir hier über eine Haltungsfrage reden, und ich will offen gestehen, dass es auch in unseren Reihen manchmal die ein oder andere kritische Debatte dazu gibt, und es manchmal auch schwierig ist, wenn man in einen aufgeheizten Saal gehen muss, in dem man nicht so genau weiß, was einem alles an Fragen gestellt wird, dass das in der Tat manchmal schwierig ist. Aber ich sage euch, meine Erfahrung in den letzten Jahren und auch in den letzten Wochen ist, wenn man mit einem klaren Kompass, mit einer klaren Haltung darum, dass es im Kern um die Frage des Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 geht, die Würde des Menschen ist unantastbar und dass das für jeden Einzelnen gilt, dann kommt man ziemlich gut aus all diesen Debatten heraus und wir sollten diese Haltungsfrage auf keinen Fall aufgeben. Herzlichen Dank. Geschlossenheit und Haltung, das wird eine der Botschaften, das soll eine der Botschaften Johanna dieses Parteitages hier der SPD in Berlin sein. Und da gab es noch ein bisschen Wahlkampfhilfe für Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz durch Thorsten Schäfer-Gümbel. Und die nächste Rednerin ist Johanna Ückermann, die Vorsitzende der Jusos. Lasst uns über Solidarität reden. Denn die Solidarität ist im Moment riesig. Und ich bin wahnsinnig beeindruckt, was so viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer jeden Tag leisten.
Und unter diesen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, da sind auch viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und da sind auch viele Jusos mit dabei, die das machen, was gerade nötig ist. Betten aufbauen, Sprachkurse geben, Behördengänge erledigen, Spendenaktionen organisieren. Dieses Engagement müssen wir weiter unterstützen. Denn dieses Engagement hält unsere Gesellschaft zusammen, liebe Genossinnen und Genossen. Aber es gibt auch diejenigen, die versuchen, unsere Gesellschaft zu spalten. Die Rassisten bei Pegida, die Hetzer bei der AfD, aber auch die dumpfen Stammtischler bei der CSU und bei der CDU. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt leider viele in diesem Land, die sich der Solidarität mit Flüchtlingen verweigern. Viele, die gar nicht erst versuchen wollen, zu verstehen, warum Menschen fliehen und dann zu uns kommen. Die stattdessen ihre Vorurteile pflegen und mit platten Parolen gegen Menschen hetzen. Das Problem sind nicht die Geflüchteten, liebe Genossinnen und Genossen. Das Problem sind die, die Geflüchtete ablehnen. Das Problem ist Rassismus. Wir müssen immer wieder klar machen, dass Geflüchtete zuallererst unsere Solidarität verdienen. Menschen verlassen ihre Heimat nicht, weil es ihnen einfach nur schlecht geht, sondern es muss schon unerträglich sein oder lebensbedrohend. Hinter dem Wort Flüchtlinge, was wir zu oft auch als Flüchtlingsproblem bezeichnen, verbergen sich doch vor allem Menschen. Das sind keine anonymen Zahlen, keine volkswirtschaftlichen Kennziffern. Das sind Menschen. Menschen, die vor Krieg geflohen sind. Menschen, die vor Erniedrigung geflohen sind. Menschen, die sich wünschen, was wir uns alle wünschen. Ein sicheres, ein menschenwürdiges Leben. Als SPD müssen wir deshalb klar Haltung beziehen. Mit uns darf es keine weitere Schleifung des Asylrechts geben. Mit uns darf es keine Obergrenzen geben. Und mit uns, liebe Genossinnen und Genossen, darf es auch kein Gerede über Belastungsgrenzen und Aufnahmekapazitäten geben. Stattdessen müssen wir als SPD nach vorne stellen, was die Menschen jetzt von uns erwarten. Wir zeigen, wie Integration funktioniert. Und wir nutzen auch die Möglichkeiten, die sich uns durch Geflüchtete bieten. Viele Menschen, die zu uns kommen, die sind jung. Die sind eine riesige Chance für unsere Gesellschaft. Doch dafür müssen wir auch ihnen Chancen bieten. Wir müssen ihnen den Zugang zu Bildung und Hochschulbildung ermöglichen. Wir müssen ihre Talente bei der Ausbildung fördern. Und zwar nicht erst irgendwann, sondern am besten so schnell wie möglich, liebe Genossinnen und Genossen. Die geflüchteten Menschen führen uns aktuell vor Augen, was wir sowieso alle brauchen. Wir brauchen mehr preiswerte Wohnungen, mehr ErzieherInnen, mehr LehrerInnen, mehr Jobs, mehr Chancen. Kein Geflüchteter braucht, was wir nicht alle brauchen. Und wenn wir den Geflüchteten helfen, dann helfen wir uns allen. Lasst es uns anpacken, liebe Genossinnen und Genossen. Lasst uns sagen, Refugees, welcome. Johanna Ueckermann, die Vorsitzende der Jungen Sozialisten in der SPD, in der Debatte im Bundesparteitag der SPD über die Flüchtlingspolitik. Kleine Anmerkung am Rande, wir stellen fest, dass der Parteitag in diesen Minuten eine Verspätung hat von exakt einer Stunde, denn in dieser, vor genau einer Stunde sollte schon beginnen der Vortrag, der Leitantrag von zur Familienpolitik, den Manuela Schwesig hier einbringen wird. Wie gesagt, 15:20 sollte das sein, jetzt ist es 16:20, also das wird noch ein bisschen dauern, denn die Rednerliste zum Thema Flüchtlinge ist enorm lang und der Nächste, der am Pult steht, ist aus der Bundestagsfraktion der SPD, Karamba Diaby. Der Antrag greift Aspekte der Integration mit einem ganzheitlichen Ansatz. Ich finde es gut, dass wir in allen Bereichen der Integration Aspekte finden, in diesem Antrag und dass Geschlossenheit gezeigt wird, dass wir eine Meinung sind, wenn es darum geht, Menschen, die zu uns kommen, dass sie Teilhabe
bekommen sollen in unserer Gesellschaft, im Gegenteil zu der Union, die sich darüber streiten, wer hat die besten Ideen für die Abschottung in der Gesellschaft. Das ist mit uns nicht zu machen. Wir haben die richtige Haltung. Ich finde es vor allem wichtig, dass es uns gelingt, auch Integration als Querschnittaufgabe zu sehen. Das haben unsere Ministerinnen und Ministerinnen, sage ich mal, die vier Ministerinnen und Manu, vor einigen Tagen ein Konzept vorgelegt, wo auch so ein Aspekt, dieser Aspekt total gut dargestellt wird. Ich denke, wir können auch stolz auf unsere Ministerinnen sein, dass sie wirklich nach vorne gegangen sind und diese ganz, ganz wichtige Idee nach vorne gebracht haben. Ich meine damit wirklich, dass wir diese Geschlossenheit noch weiterhin zeigen sollen, wenn es um diesem wichtigen Thema geht, um das Thema Integration, das Thema Teilhabe in unserer Gesellschaft. Die Bereiche der Teilhabe aus meiner Sicht, die wirklich ineinander auch greifen, auch die in diesem Antrag zu finden, gesellschaftliche Teilhabe, Kinder, Jugendlichen, Frauen, Mädchen und insbesondere das Thema Arbeit und Bildung finden Einklang in diesem Antrag. Und ich finde, deshalb ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir heute darüber beraten. Liebe Genossinnen und Genossen, die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz ist aus meiner Sicht von großer Aktualität. In der SPD-Bundestagsfraktion haben wir die Projektgruppe Miteinander, Neues Miteinander, Einwanderungsgesetz Deutschland. Und in diesem Aspekt diskutieren wir ganz intensiv über dieses Thema. Ich denke, das ist sehr, sehr aktuell. Und vor allem in dem Antrag wird deutlich, dass wir sozialdemokratische Haltung zeigen, indem wir sagen, eindeutig, Asyl ist ein Grundrecht. Das wird nicht in Frage gestellt, aber ein Einwanderungsgesetz geht es darum, dass wir aufgrund der branchenspezifischen Fachkräftemangel, dass wir auch Menschen anwerben können, dass wir auch legale Einwanderungsmöglichkeiten einräumen. Diese beiden Aspekte sollen aus meiner Sicht getrennt voneinander betrachtet werden. Und deshalb ist es gut, dass wir auch diskutieren über ein neues Einwanderungsgesetz, die auch in unseren beiden Überlegungen eine Rolle spielen sollen. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns bitte mit den Kommunen diskutieren, mit den Wohlfahrtsverbänden, mit den Sozialverbänden, mit den guten Ideen, die wir haben. Welche Einstellung haben Sie dazu? Welche Vorschläge haben Sie dazu, dass wir die Gesellschaft mitnehmen, dass wir in Dialog treten, indem wir unsere Konzepte auch gut und nachhaltig umsetzen können. Die Unternehmer sind uns wichtig, dass sie auch wissen, dass Menschen, die zugewandert sind, die haben ein Potenzial in dieser Gesellschaft. Diese Potenziale dürfen nicht brach liegen, die sollen wir nutzen. Deshalb lasst uns mit der Gesellschaft diskutieren, dass wir in Dialogform unsere Konzepte verkaufen. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg und denke, in der SPD-Bundestagsfraktion werden wir weiterhin mit diesem Thema diskutieren und immer wieder die Ideen von der Gesellschaft mit einbeziehen. Dankeschön. Der SPD-Parteitag diskutiert über die Flüchtlingspolitik und hat noch eine lange, lange Liste mit Rednern. Und der hat auch eine lange Liste mit prominenten Rednern. Wir haben ja schon zwei stellvertretende Parteivorsitzende gehört. Jetzt kommt die dritte aus dieser Riege mit Aydan Özus, die ja zugleich Beauftragte der Bundesregierung ist für Migration, Flüchtlinge und Integration. Und außerdem können Sie sich freuen auf ein Wiedersehen und Hören mit Hans Eichel, dem ehemaligen Bundesfinanzminister und Ministerpräsidenten von Hessen. Thomas Oppermann, der Vorsitzende der Bundestagsfraktion, wird auch noch reden. Aber jetzt hören wir erstmal Aydan Özus zu. Alle tun dies eben auch. Wir sind ja schon recht lange ein Einwanderungsland, auch wenn so manch eine Partei das jahrzehntelang nicht wahrhaben wollte und so getan hat, als wären Menschen wie ich und Karamba und andere eine Fata Morgana in diesem Land. Also wir sind seit 60 Jahren doch mindestens ein Einwanderungsland. Und die Einzigen, die, glaube ich, wirklich inhaltlich was daraus gemacht haben, das war die Sozialdemokratie, weil sie sich ja an verschiedenen Stellen dann wirklich damit beschäftigt hat. Ich möchte euch daran erinnern, liebe Genossinnen und Genossen, im Jahr 2000 das Staatsangehörigkeitsrecht können wir heute immer noch diskutieren. Und Hans Eichel erinnert sich sicherlich daran. Es war keine leichte Debatte. Aber jetzt stellt euch mal vor, wenn wir heute sagen, ein Fünftel unserer Bevölkerung hat eine Einwanderungsgeschichte, richtig viele davon sind hier geboren worden.
dann hätten wir heute einen riesigen Anteil von Ausländerinnen und Ausländern, die nie mitmachen dürften, die nicht mitbestimmen dürften. Und es ist eben die Sozialdemokratie gewesen, die dies maßgeblich vorangetrieben hat. Und deswegen wundere ich mich nicht, dass wir heute wieder diejenigen sind, die sagen, wir haben ein vernünftiges Konzept, wir werden dieses hier beschließen, so hoffe ich doch zumindest, und wir werden diejenigen sein, die am Ende auch ein Einwanderungsgesetz auf den Weg bringen. Das ist unser Weg, dieses ordentlich voranzutreiben. Liebe Genossinnen und Genossen, eben gerade sagte Caramba, man sollte noch mal mit den Wohlfahrtsverbänden sprechen und vielen Ehrenamtlichen. Ich möchte euch sagen, ich war ja eben noch mal kurz im Kanzleramt, da waren einige Ehrenamtliche da. Und wir haben, Manuela Schwesigs Haus und auch mein Amt, sehr viel mit den Wohlfahrtsverbänden gemacht. Wir haben ihnen geholfen, Strukturen aufzubauen, damit die Ehrenamtlichen auch eine Hilfe bekommen für das, was sie tun. Denn es gilt schon der Satz, Ehrenamt braucht auch Hauptamt. Man muss auch mal irgendwo ankommen können mit dem, was man eben den ganzen Tag leistet. Wir tun das auch bei Fußballvereinen, bei Sportvereinen. Also ich glaube, unsere Gesellschaft ist da ein ganzes Stück weiter, als es häufig gesagt wird oder auch geschrieben wird. Aber an manchen Stellen, da muss man eben auch unseren Koalitionspartner tatsächlich noch mal ein bisschen schütteln und ein bisschen daran erinnern, dass allein das Sprücheklopfen ja nicht reicht. Und da sind Manuela Schwesig und ich ein bisschen wütend, kann ich wohl sagen, in diesen Tagen. Denn wir reden so viel darüber, wie wichtig die deutsche Sprache ist, wie wichtig es ist, dass man in diese Gesellschaft hineinkommen kann. Und liebe Genossinnen und Genossen, was macht das Bundesinnenministerium? Es streicht die Kinderbetreuung. Am Ende sollen nur die Kerle Deutsch lernen. Entschuldigung, wenn wir das nicht in Ordnung finden. Alle sollen Deutsch lernen, bitte auch alle Frauen, die kleine Kinder haben. Und man muss sich, glaube ich, eins auch noch mal klar machen. Tatsächlich ist es doch so, es ist eine Herausforderung und manches kostet Geld. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass es eben nicht heißt, für die einen wird etwas ausgegeben, für die anderen womöglich nicht. Darauf müssen wir achten. Es wird für alle sozialer Wohnungsbau sein. Es muss für alle mehr Lehrerinnen geben. Es muss für alle Kita-Plätze geben. Wir machen kein eigenes Programm nur für Flüchtlinge. Sie sind sicher ein Motor, das darf man, glaube ich, da nicht verhehlen. Aber wir machen Politik für alle Menschen in unserem Land und wir wollen keine Konkurrenzen zwischen diesen verschiedenen Gruppen aufbauen lassen. Jeder früh investierte Euro, liebe Genossinnen und Genossen, spart häufig viele Maßnahmen am Ende. Das haben wir oft in der Jugendpolitik, glaube ich, gehört, wenn manches nicht gut gelaufen ist, wenn man sich nicht frühzeitig gekümmert hat. Und ich kann heute nur sagen, natürlich sollen wir alles dafür tun, dass die Menschen schnell in Ausbildung kommen, schnell in Arbeit kommen. Die eigenen Jugendlichen, das wurde hier schon zu Recht gesagt, die manchmal eine zweite und eine dritte Kurve brauchen, die dürfen wir dabei natürlich nicht vergessen. Aber wichtig ist doch, auch Flüchtlinge, die mal so ein Leben hatten wie viele von uns und heute hier versuchen, Fuß zu fassen, eine neue Heimat zu finden, denen sollten wir die Möglichkeit geben, zu guten Nachbarn zu werden. Und deswegen ist dieser umfassende Antrag genau der richtige Weg zu sagen, es ist nicht eine Sau, die man durchs Dorf treibt jeden Tag. Es ist ein ordentliches Konzept, was wir brauchen und die Sozialdemokratie liefert. Vielen Dank. Aydan Özus war das stellvertretende Parteivorsitzende und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Jetzt schließt Michael Groschek mal die Rednerliste. Gibt es gegen den Vorschlag Widerspruch?
Das ist nicht der Fall. Dann kein Widerspruch ist. Zum Schließen jetzt der Rednerliste. Da hat er recht, die ist lang genug. Und der Parteitag hängt eh um mindestens eine Stunde, was seine ursprünglichen Planungen angeht. Hier geht es weiter in der Aussprache über die Flüchtlingspolitik und es kommt Elvan Korkmaz. Er ist einer von vier stellvertretenden Vorsitzenden der SPD in Nordrhein-Westfalen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir leben in bewegten Zeiten, auf die wir in ein paar Jahrzehnten zurückblicken werden. So wie wir in diesen Tagen an den Kniefall in Warschau gedacht haben oder auch vor ein paar Wochen an die Flutkatastrophe 62 in Hamburg, als Helmut Schlitt zur Legende wurde. Heute blicken wir mit Stolz auf die Haltung dieser Männer. Wie werden wir aber auf die heutigen Herausforderungen zurückblicken, als die Konflikte der Welt an unserer Haustür klopften? Heute legen wir gemeinsam auch das Fundament dafür, ob wir Zustände wie in den Banlieues in Frankreich produzieren wollen oder, das was unsere sozialdemokratische Haltung ist, eine Gesellschaft formen wollen, die trotz großer Anstrengungen innerhalb weniger Jahrzehnte zu einer multikulturellen Einheit in Vielfalt wird. Einen Beitrag liefert der folgende Antrag, der eine klare sozialdemokratische Richtung vorgibt. Der Antrag zeigt, dass die SPD nicht nur hinter Plattitüden, wie wir schaffen, das hinterherläuft, sondern auch an einem Plan dahinter arbeitet, liebe Genossinnen und Genossen. An dieser Stelle lohnt sich aber auch zur Halbzeit der GroKo ein Blick zurück. Trotz berechtigter Kritik auch von unserer Seite müssen wir eines festhalten, ohne die SPD gäbe es mit dieser Union nur noch ein Asylrecht leid. Mit Transitzonen, mit Obergrenzen und einem Zweiklassensystem menschlicher Würde. Wenn mehr Ressourcen für Wohnungsbau, für die Unterbringung von Geflüchteten, für Integration vor Ort ankommt, dann hat das die SPD gemacht. Wenn ein stichtagsunabhängiges Bleiberecht für langjährig Geduldete durchgesetzt wurde, dann war das auch die SPD. Dank der SPD ist die Residenzpflicht abgeschafft, dank der SPD wurden Integrationskurse und Sprachkurse geöffnet und der Zugang zum Arbeitsmarkt. Schlichtweg, dank der SPD wurde die Lebenssituation von vielen Geflüchteten in diesem Land verbessert. Und darauf können wir stolz sein, liebe Genossinnen und Genossen. Das haben wir bis zum Sommer durchgesetzt. Nun sehen wir, dass die Konservativen und Rechtspopulisten in der Union in ihre Mottenkisten greifen und die Stimmung vergiften. Eine Übersetzung von Front National ins Deutsche darf es nicht geben. Wenn wir nicht zaudern, wenn wir nicht wackeln, dann wird es auch die Mitte unserer Gesellschaft nicht tun. Eine andere Haltung kommt für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nicht in Frage. Wer keine Haltung hat, das ist heute Angela Merkel. Auch wir haben sie als Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt strategisch gelobt, als sie verbal kursiert. Wir schaffen das, war ihr Mantra. Mehr als eine Luftnummer war das wohl nicht. Deshalb ist es völlig sinnfrei, wenn Leute heute diskutieren, ob und wann Merkel kippt. Da, wo es keine Richtung gibt, da, wo es keine Linie gibt, da gibt es auch nichts einzuknicken. Und Merkel ist nicht nur eingeknickt, sondern völlig in ihrer Haltung eingebrochen, liebe Genossinnen und Genossen. Warum zeigen drei Beispiele. Im Juli wurde das Sachleistungsprinzip abgeschafft. Zu hoch sei der Verwaltungs- und Bürokratieaufwand gewesen. Nicht mal drei Monate später im Asylpaket 1 hat die Bundesregierung das Sachleistungsprinzip wieder eingeführt. Zweitens, wir haben durchgesetzt, dass die restriktive Ausnahmeregelung beim Familiennachzug für subsidiär Geschützte weggefallen ist. Die Bundesregierung will auch dies kippen. Und drittens, die Integrationskurse, ein Herzstück sozialdemokratischer Politik zu rot-grünen Zeiten, Wir waren stolz darauf und haben deshalb die Teilhabemöglichkeiten auch auf Geflüchtete geöffnet. Jetzt wird aber an einem Gesetz gewerkelt, das von diesen Geflüchteten einen solidarischen Beitrag abverlangt. Liebe Genossinnen und Genossen, besser kann man Integrationsanstrengungen nicht torpedieren. Und ich bin dankbar der Antragskommission, dass sie zu diesen letzten beiden Punkten auch einen Kompromiss mit uns eingehen. Betrachtet man die praktischen Auswirkungen dieser janusköpfigen Politik, dann sehen wir mehr Arbeit für das überlastete BAMF, bürokratische Monster für die schon keuchenden Verwaltungen und menschenunwürdige Zustände. Das ist der Mist, auf dem Unkraut wie die AfD wächst. Und für diesen Mist dürfen wir nicht die Steigbügelhalter werden. Zwei Jahre nach dem Koalitionsvertrag müssen wir aber eines festhalten, was wir in der Regierung nicht geschafft haben. Die Wildsäue und Gurkentruppe, von der die schwarz-gelbe Koalitionäre damals gesprochen haben, haben wir nicht vertreiben können, aber das liegt anscheinend an der DNA der Union. Eine sozialdemokratische Marschrichtung haben letzte Woche unsere Ministerinnen mit dem Aufschlag für einen Neustart für Deutschland gegeben.
Barbara mit Vorschlägen zu Wohnraum für alle Menschen, Andrea mit dem Integrationsmotor Arbeit, Manuela zur Stärkung des Wir-Gefühls und Projekten für die Zukunft geflüchteter Kinder und Jugendliche und Aydan mit einem scharfen Blick dafür, dass das Thema Integration und Teilhabe ressortübergreifend bedacht wird. Diese Sozialdemokratinnen haben einen Aufschlag für einen sozialdemokratischen Neustart gegeben. Davor kann man sich nur verneigen. Ich glaube, wir werden uns positiv an die heutige Sozialdemokratie erinnern. Jedoch werden es nicht wie in der Vergangenheit die Männer sein, die unsere Erinnerungen schmücken werden, sondern diese sozialdemokratischen Frauen mit Haltung, Herz und Verstand. Danke dafür. So, da muss ich einen kleinen Fehler korrigieren. Das war Aziz Bozkurt, Bundesvorsitzender der AG Migration und Vielfalt, war hier im Vorfeld falsch angekündigt worden. Und dann haben wir uns auf die falsche Fährte locken lassen. Das ist natürlich nicht gut. Denn jetzt kommt Elvan Korkmaz und sie ist eine der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD in Nordrhein-Westfalen. Und jetzt stimmt auch alles wieder. Liebe Genossinnen und Genossen, uns wurde dargelegt, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Heute, morgen und natürlich auch langfristig. Wir denken in langen und stringenten Linien. Das haben wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten über 152 Jahre bewiesen. Und das tun wir auch heute in der Flüchtlings- und Integrationsfrage. Und wenn ich mich auf dem politischen Parkett so umsehe, stehen wir damit doch ziemlich alleine. Ja, andere führen Debatten um Zonen, Zäune und CSU-Parolen. Wir nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Es kommen Menschen in unser Land, die ihre Heimat verloren haben, die vertrieben wurden. Und viele von ihnen werden auch hier bei uns bleiben. Sie stecken ihre Hoffnung in ein Leben in unserer Mitte. Und das wollen wir diesen Menschen ermöglichen. Sie sollen mitten unter uns, in unserer Gesellschaft, ein selbstbestimmtes Leben führen können. Diese Menschen wollen arbeiten, sie wollen ihre Familie eigenständig ernähren und sie möchten ihren Kindern eine gute Bildung ermöglichen und teilhaben an unserer Gesellschaft. Das, liebe Genossinnen und Genossen, ist auch das Ziel unserer sozialdemokratischen Integrationspolitik. Und Integration wird uns bei Kindern und Jugendlichen besonders schnell gelingen. Unsere Kitas und Schulen machen beste Arbeit, hervorragende Arbeit leisten sie. Und ich habe auch Vertrauen darin, dass die sozialdemokratischen Teile unserer Bundesregierung, aber auch unserer Landesregierungen darauf aufpassen und die Rahmenbedingungen schaffen werden, damit es keine Flüchtlingskitas braucht, sondern alle Kinder gemeinsam spielen und lernen können, liebe Genossinnen und Genossen. Integration wird uns auch bei Akademikern, Fachkräften und sonstigen Hochqualifizierten, die zu uns kommen, sehr rasch gelingen. Sprachkurse sind sicher ein erster guter Einstieg. Der Rest ergibt sich dann über den Beruf und mit der Zeit, wie von selbst. Natürlich müssen sich unsere Behörden und Betriebe darauf einstellen, aber wenn die Integration in den Arbeitsmarkt erst einmal schnell geschafft ist, wird sich auch die Integration in die Gesellschaft daran anreihen. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, es gibt auch die Gruppe derer, und auf diese müssen wir auch einen Blick legen, die nicht über eine gute Vorbildung verfügen, die nicht nur ein, sondern mehrere Sprachkurse benötigen werden, die unsere Schrift vielleicht nicht lesen können und die keine unmittelbare Chance auf den Einstieg ins Berufsleben haben. Aber auch für diese Menschen werden wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Hilfen entwickeln, Orientierung geben, individuelle Förderung, Bildung von der Pike auf, Nachschulung und natürlich Ausbildungsplätze. Ja, wir sehen die Herausforderungen, aber kennen natürlich insbesondere die Chancen der Einwanderung. Wir schreiben aktuell unsere Bevölkerungsstatistiken neu, überdenken den demografischen Wandel und bauen neue Kitas, stärken unsere heimische Wirtschaft durch die Fachkräfte, die zu uns kommen. Aber nicht zuletzt gewinnen wir an Vielfalt.
Und meine Heimat, NRW, hat von jeder vergangenen Einwanderungswelle stark profitiert. Und mit diesen Erfahrungen der Vergangenheit möchten wir diesen Prozess gestalten und haben genau vor Augen, wie wir heute Flüchtlingen eine neue Heimat bieten wollen. Dabei ist uns klar, zwei Punkte, die ich hier nennen möchte, die im Antrag doch noch mal zu unterstreichen sind. Erstens, ja, Einwanderungsgesetz brauchen wir. Und zweitens ist für uns klar, wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten doktern nicht rum an unserem Grundgesetz. Das Recht auf Asyl ist und bleibt für uns unantastbar. Liebe Genossinnen und Genossen, die Sozialdemokratie hat sich nie damit zufrieden gegeben, bloß Ideale zu formulieren. Und dieser Antrag macht es doch deutlich. Uns geht es immer um die Machbarkeit, um die bestmögliche Umsetzung und die Verbesserung der Lebensbedingungen aller Menschen. Und wenn wir uns daran halten, an diese Werte, dann haben wir, glaube ich, allen Grund zu viel Optimismus. Glück auf! Kevin Kuhnert, Kerstin Griese. Liebe Genossinnen und Genossen, gestattet mir zuerst ein paar Worte als Delegierte aus Berlin zu sagen. Diese Worte betreffen die Situation an dem mittlerweile leider traurige Berühmtheit erreichten Lageso in Berlin, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales. Es ist hinlänglich bekannt. Die Bilder sind leider, muss man sagen, um die ganze Welt gegangen. Und ich muss sagen, als Berliner, ich schäme mich dafür. Ich schäme mich dafür, dass diese Stadt, die sich gerne als so weltoffen sieht, als kosmopolitisch, ich schäme mich dafür, dass in so einer Stadt solche Bilder möglich sind. Ich schäme mich dafür, dass Senatoren wie Mario Chaya hier die entsprechende politische Verantwortung dafür tragen können. Wofür ich mich nicht schäme, ganz im Gegenteil, ist, dass unser regierender Bürgermeister Michael Müller, den ich an dieser Stelle gerne erwähnen möchte, gerade gestern in einem, wie ich finde, beispiellosen Akt der Anwendung von Richtlinienkompetenz den Rücktritt von Franz Allert, dem Präsidenten des Lageso, erzwungen hat. Den Rücktritt, zu dem der zuständige Senator nicht fähig war und weiterhin nicht fähig ist. Liebe Genossinnen und Genossen, Solidarität mit Geflüchteten zu zeigen, heißt nicht nur Nazis entgegenzutreten. Es heißt eben auch, wenn man in politischer Verantwortung ist, Unfähigkeit, Empathielosigkeit und organisierter Verantwortungslosigkeit die rote Karte zu zeigen. Und das hat Michael gestern gemacht. Und ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er uns dieses Beispiel gegeben hat. Und ich glaube, man kann an dieser Stelle auch sagen, liebe Frau Bundeskanzlerin, ein Blick nach Berlin lohnt. So kann man auch mit Mitgliedern im eigenen Kabinett mal umgehen. Da sind ja die entsprechenden Worte in Richtung des Bundesinnenministers heute schon gefallen. Ich möchte euch deshalb auch bitten, hier ist schon hinlänglich auf Landtagswahlen im kommenden Jahr hingewiesen worden, vornehmlich auf die im März. Wir haben auch eine, und zwar im September. Und ich bitte euch dort auch um eure Unterstützung. Ich möchte beim nächsten Parteitag in Berlin nicht noch mal beschämt vor euch stehen müssen. Ich möchte, dass wir hier eine andere Regierungskonstellation hinbekommen und diese verantwortungslose CDU endlich aus dem Senat schmeißen. Auch das ist ein Akt der Hilfe für Menschen, die nach Berlin geflüchtet sind, liebe Genossinnen und Genossen. Zurück zum Antrag. Ich möchte hier jetzt als Mitglied des Juso-Bundesvorstands auf zwei Dissense hinweisen, die wir nachher auch im Rahmen von Änderungsanträgen abstimmen werden. Der eine betrifft die sogenannten sicheren Herkunftsstaaten und den Westbalkan. Wir haben dort einen Dissens. Wir haben jetzt darauf verzichtet, ihn heute hier noch mal abstimmen zu lassen. Ich glaube, die Fronten sind da soweit geklärt. Wir haben große Bedenken, ob die zugesagte sorgfältige Einzelfallprüfung tatsächlich noch gewährleistet ist. Wir sehen besonders die Risiken für Roma, für sexuelle Minderheiten, insbesondere für Transpersonen, die hier in Schnellverfahren abgehandelt werden und aus unserer Sicht nicht entsprechend zu ihrem Recht kommen. Die Antragstellerinnen und Antragsteller nehmen eine andere Position ein. Das sehen wir zwar anders, aber wir respektieren das. Wir möchten aber auf einen Punkt hinweisen. Als logische Ableitung daraus, dass diesen Menschen vom Westbalkan das Recht auf Asyl in der bisherigen Form nicht mehr zugestanden werden soll, leiten die Antragstellerinnen und Antragsteller ab, dass wir ein Einwanderungsgesetz brauchen.
So weit, so gut sollte wahrscheinlich Konsens hier im Raum sein. Ist aber keine tolle Forderung, wenn wir nicht sagen, was wir genau damit meinen. Unsere Bitte ist, und das werden wir nachher im Änderungsantrag beantragen, bitte nicht nur ein Einwanderungsgesetz für hochqualifizierte Menschen aus G7-Staaten, die am besten noch einen hochdotierten, bereits unterschriebenen Arbeitsvertrag mitbringen, liebe Genossinnen und Genossen. Wer eine Tür zumacht, und das machen wir mit dem eingeschränkten Asylrecht für die Menschen vom Westbalkan, der muss, zumal als Sozialdemokrat und Sozialdemokratin, eine andere Tür aufmachen. Und deswegen bitten wir euch darum, lasst dieses Einwanderungsgesetz tatsächlich für diese Menschen auch zu einer Tür werden und schlagt sie diesen Leuten nicht auch noch vor der Nase zu. Das ist unsere Bitte. Und der letzte Punkt. Ihr werdet vielleicht, wenn ihr mit diesem Antrag befasst seid, schon mitgekriegt haben, um eine Passage in dem Antrag gibt es nicht erst seit heute Morgen, aber heute im ganzen Laufe des Tages noch mal größere Debatten. Wir haben von vielen Leuten, die sich hier in die Debatte eingeschaltet haben und vielen, die noch kommen, die werden das auch noch mal sagen, gehört, dass es mit der SPD keine Obergrenzen geben wird. Ich höre das sehr gerne, gerade in Anbetracht der Debatte, wie sie in der Union völlig unverantwortlich geführt wird. Und ich glaube das unseren Genossinnen und Genossen auch. Deswegen und gerade deswegen geht es aber auch darum, zur Kenntnis zu nehmen, dass viele Menschen auch in diesem Saal irritiert waren von einem Satz, der sich in dem Antrag findet, der bis vorhin noch wie folgt lautete: Über die Grenzen der Aufnahmefähigkeit pro Jahr zu sprechen, ist für uns nicht das Ende der Willkommenskultur, sondern die Voraussetzung für ihren Erfolg. Zitat Ende. Dieser Satz ist mittlerweile kürzer geworden. Erst ist pro Jahr rausgefallen und jetzt sollen auch die Grenzen rausfallen. Es soll also nur noch da stehen, über die Aufnahmefähigkeit zu sprechen und so weiter und so fort. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn dieser Satz doch ganz offenkundig so viele Irritationen hervorruft und wir uns gleichzeitig einig sind hier im Raum, dass es mit der Sozialdemokratie keine Obergrenzen geben wird, dann lasst uns doch diesen Satz, der in seiner Substanz gar nichts zum Inhalt des Antrags beiträgt, einfach nachher komplett streichen. Dann ist die Botschaft dieses Parteitages klar. Ich bitte euch um Streichung dieser beiden Zeilen. Das macht den Antrag nicht schlechter, sondern besser. Vielen Dank. Kevin Kunert war das für die SPD in Berlin, hat er unter anderem gesprochen und er hat auch auf die derzeit schwierigen Verhältnisse beim Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales hingewiesen, wo man seit Monaten versucht, die ankommenden Flüchtlinge ordnungsgemäß zu registrieren, aber wo es immer wieder lange, lange Wartezeiten gibt, jetzt auch gerade, wo es nachts kälter wird, schwierige und schwer zu haltende Zustände. Gestern ist der Leiter dieses Amtes zurückgetreten. Das Problem wird damit noch nicht erledigt sein. Nächste Rednerin hier jetzt, Kerstin Griese, sie ist Mitglied des Bundestages. Hilfsorganisationen und Kirchengemeinden, die so unermüdlich aktiv sind. Ich finde, die Flüchtlinge haben in unserem Land eine Seite geweckt, von der wir gar nicht wussten, dass sie so wunderbar und so positiv ist, dass sich so viele Menschen so toll engagieren. Und das finde ich großartig. Zum Zweiten denke ich, ist es wichtig zu sagen, dass es gut ist, dass in diesem Antrag so deutlich steht, dass diejenigen, die da ehrenamtlich aktiv sind, die Tag für Tag und Nacht für Nacht Hilfe leisten, dass die das menschenfreundliche, das humane und das soziale Gesicht Deutschlands zeigen und dass wir darauf stolz sein können. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir als Sozialdemokratie auch eine klare Haltung haben, dass wir uns an die Seite dieser Helferinnen und Helfer stellen und sie unterstützen, wo es überall geht. Denn uns geht es ja gerade darum, keine Mauern in den Köpfen, keine Mauern an den Grenzen, keine Transitzonen zu schaffen, sondern uns geht es darum, Herausforderungen anzupacken. Und ich habe ganz viele tolle Erlebnisse, auch bei uns zu Hause in Nordrhein-Westfalen, wo Menschen vor Ort anpacken, wo ich das erlebe, dass wirklich dort klare Kante gezeigt wird, gegen rechts, dass klare Kante gezeigt wird, Flüchtlingen zu helfen. Und da finde ich es ja spannend, dass in der aktuellen Debatte von der CDU oder von einigen dort immer wieder die Forderung kommt, man solle sich jetzt zum Grundgesetz bekennen, man solle sich zur Gleichheit von Frau und Mann bekennen, man solle sich zu gleichen Rechten für Homosexuelle bekennen. Ich finde, wenn das mal ein kompletter CDU-Bundesparteitag und ein kompletter CSU-Bundesparteitag besprochen hat, dann sprechen wir uns mal wieder. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist bei diesem Antrag, nämlich, dass wir ganz klar machen, dass das Grundrecht auf Asyl erhalten bleibt. Und mir geht es vielleicht so wie vielen von euch. Ich habe 1993 zusammen mit anderen im Juso-Bundesvorstand in der Bannmeile in Bonn demonstriert gegen die Verschärfung des Asylrechts. 1993 ist für meine Generation in dieser Partei eine wirklich traumatische Erfahrung. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir jetzt alles tun, damit das Grundrecht auf Asyl erhalten bleibt. Daran gibt es nichts zu deuteln mit der SPD.
Und deshalb ist es auch so wichtig, jetzt zu sagen, was wir wollen. Und ich will noch mal ganz klar sagen, Kontingente bedeuten sichere Wege. Und mir geht es sicherlich auch so wie vielen von euch, dass diese furchtbaren Bilder von dem Tod im Mittelmeer, von den grausamen Umständen auf der Balkanroute, dass uns das wirklich entsetzt. Und deshalb ist es besser, klare Kontingente, sichere Wege zu schaffen und gleichzeitig, und das gehört immer zusammen, das Grundrecht auf Asyl zu erhalten. Und noch ein dritter Punkt. Ich glaube, die wichtigsten Grundlagen für Integration sind Sprache, Bildung und Arbeit. Und deshalb ist es richtig, dass gerade die SPD dafür gesorgt hat, dass wir deutlich mehr Geld für Sprachkurse haben, dass mehr Leute jetzt auch schon früher in Sprachkurse gehen können und dass wir auch viel getan haben, damit Menschen früher in Arbeit kommen können, früher Praktika machen können, früher Qualifizierung machen können. Und bei uns in Nordrhein-Westfalen werden gerade überall Integration Points eingerichtet. Ich will das sehr empfehlen, denn da arbeiten die Bundesagentur, das Jobcenter und die kommunale Ausländerbehörde zusammen. Und da bekommt man dann wirklich Hilfe aus einer Hand. Und da geht es dann wirklich darum, dass Flüchtlingen geholfen wird, dass ihre Qualifikation anerkannt wird, dass geschaut wird, wo sie vielleicht noch eine Unterstützung, eine Eingliederungsmaßnahme brauchen und wo auch versucht wird, sie in Sprachkurse und in Arbeit zu vermitteln. Und davon brauchen wir noch viel mehr, denn das ist der beste Weg zur Integration. Das Ziel muss sein und unser Ziel ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, die Flüchtlinge zu unseren Nachbarn und Kollegen werden. Und deshalb will ich noch mal ausdrücklich sagen, ganz herzlichen Dank an alle, die dabei mithelfen. Und ganz herzlichen Dank auch an alle, die in Kommunen, in Ländern und im Bund daran mithelfen. Und es ist die SPD, die all diese Schritte eingefordert hat und durchgesetzt hat, dass uns diese Integration auch tatsächlich gelingen kann. Denn darauf kommt es an. Vielen Dank. Thomas, dann Michaela Engelmeier. Liebe Genossen und Genossinnen, so wie Hunderttausende Menschen in Deutschland den Flüchtlingen, die zu uns kommen, mit Hilfsbereitschaft begegnen, mit Respekt, mit Unterstützung, mit Kleiderspenden, mit Zeitspenden, mit Geldspenden, das ist ein großartiger Akt der Solidarität. Und der ehemalige polnische Botschafter in Deutschland hat das einen Triumph der Menschlichkeit genannt. Ich finde, wir schulden all diesen engagierten Menschen großen Respekt und große Dankbarkeit, nicht nur, weil sie Deutschland von seiner besten Seite zeigen, sondern weil sie ein großes soziales Kapital in unsere Gesellschaft einbringen, ein soziales Kapital, das unsere Gesellschaft über den Tag hinaus positiv verändern kann. Und wir müssen alles dafür tun, dass diese große Solidarität in Deutschland erhalten bleibt. In diesem Jahr kommen über 1 Million Flüchtlinge zu uns. Wenn wir das richtig einordnen, stellen wir fest, das sind mehr in einem einzigen Jahr als in den letzten 12 Jahren zusammengekommen sind. Und wenn ich mir das anschaue, dann räume ich gerne ein. Wir haben wohl in den letzten Jahren zu wenig Flüchtlinge aufgenommen, gemessen an der Not, die es in dieser Welt gab. Aber niemand kann eigentlich sagen, dass wir in diesem Jahr zu wenig Flüchtlinge aufnehmen. Ich glaube, dass wir langsam an unsere Grenzen stoßen. Wenn ich die Situation in den Kommunen sehe, dann haben viele Schwierigkeiten, weitere Notunterkünfte zu akquirieren. Und deshalb sage ich, wir müssen alles dafür tun, dass sich die Zahl der Flüchtlinge verringert, dass weniger Flüchtlinge zu uns kommen und dass weniger Menschen zu uns flüchten müssen. Und dabei helfen uns keine Obergrenzen. Obergrenzen sind populistisches Geschwätz. Obergrenzen führen nicht dazu, dass ein einziger Flüchtling weniger kommt. Deshalb sollte die Union diese Scheindebatte beenden. Dieser Antrag zeigt, wie wir die Sache angehen müssen. Wir müssen uns auf 3 Dinge konzentrieren. Erstens müssen wir die Lage der Flüchtlinge in den Krisenländern verbessern. Da muss auch die Europäische Union einen stärkeren Beitrag leisten. Ich freue mich, dass Martin Schulz auch die Finanzfrage angesprochen hat. Ich finde es unerträglich, dass die Europäische Union jedes Jahr 60 Milliarden Euro für Agrarsubventionen ausgibt, aber in den Flüchtlingslagern in Jordanien und im Libanon die Menschen nicht genug zu essen haben. Das passt nicht zusammen, Genossen und Genossinnen. Zweitens brauchen wir sichere Außengrenzen. Wir wollen
die Binnengrenzen offen halten. Wir wollen keine Renationalisierung der Grenzen in Europa, aber dann brauchen wir sichere Außengrenzen. Und dabei muss uns die Türkei helfen. Denn was im Augenblick zwischen Türkei und Griechenland ist, das ist, da haben die staatlichen Organe gar nichts zu sagen. Allein organisierte kriminelle Schlepperorganisationen bestimmen, was dort passiert, und nehmen den Flüchtlingen Milliarden Euro ab und bringen sie überdies in Gefahr. Drittens, wenn uns die Türkei dabei hilft, die Grenzen zu sichern, dann heißt das nicht Abschottung, sondern dann müssen wir unsere humanitären Verpflichtungen erfüllen, indem wir großzügige Kontingente aufnehmen. Und die Kontingente, damit haben wir Erfahrung. Wir haben schon 20.000 Syrer in Form von Kontingenten aufgenommen. Wir haben dafür klare rechtliche Regeln. Die stehen im Aufnahmegesetz, das Otto Schily, der leider nicht mehr da ist, unter Rot-Grün auf den Weg gebracht hat. Das ist eine humane, eine legale Art, als Flüchtling nach Deutschland zu kommen. Da können auch Frauen und Kinder kommen und müssen sich nicht in unwägbare Gefahren begeben. Aber, Genossen und Genossinnen, wir müssen alles jetzt dafür tun, um die Flüchtlinge zu integrieren. Sprache, Kita, Schule, Ausbildung, Arbeit, Werte und Regeln. Das ist das ABC der Integration. Und dieses ABC muss jetzt jeden Tag durchbuchstabiert werden. So steht das auch in unserem Antrag. Und da kann ich nur sagen, da müssen wir kleckern und nicht klotzen. Halbe Integration bringt nichts, sondern die Menschen müssen dann schon die volle Chance haben, an unserem Leben hier teilzuhaben. Was wir heute investieren, das zahlt sich in 10 Jahren doppelt aus. Und was wir heute nicht tun, das lässt sich nicht mehr nachholen. Also müssen wir jetzt richtig ran, und wir haben mit diesem Antrag auch alle Möglichkeiten dazu. Für mich gehört zur Integration aber auch ein Einwanderungsgesetz. Diese Debatte dürfen wir nicht länger vor uns herschieben. Ich freue mich, dass das so eindeutig in diesem Antrag steht. Als die Bundestagsfraktion Anfang des Jahres Eckpunkte für ein Einwanderungsgesetz auf den Weg gebracht hat, da gab es nicht überall Zustimmung, aber das ist jetzt Konsens in unserer Partei. Und Einwanderungsgesetz bedeutet, dass die Menschen, die nicht aus Bürgerkriegsländern kommen oder politisch verfolgt sind, sondern die hier Arbeit und ein besseres Leben suchen, wofür ich absolut Verständnis habe und was auch absolut legitim ist, dass wir diesen Menschen legale Perspektiven bieten. Bei den Flüchtlingen fragen wir, wie viel Schutz brauchst du? Bei den politisch Verfolgten fragen wir, wie viel Schutz brauchst du? Bei Arbeitsmigranten geht es um eine wirtschaftliche Frage. Da ist es legitim zu fragen, wen brauchen wir? Aber wir brauchen Menschen. Wir verlieren in den nächsten 15 Jahren ein Erwerbstätigenpotenzial von 6 bis 7 Millionen Menschen. Das heißt, wenn wir unsere Volkswirtschaft, unsere öffentlichen Einrichtungen erhalten wollen, dann brauchen wir Einwanderung. Aber ich finde, das Einwanderungsgesetz muss auch Flüchtlingen eine Perspektive bieten. Wenn ein Bürgerkriegsflüchtling hier in Deutschland, der 3 Jahre erstmal Schutz bekommt, in den 3 Jahren die Sprache lernt oder eine Ausbildung macht oder einen Job bekommt, mit dem er seinen Lebensunterhalt verdient, dann müssen wir diesen Flüchtlingen unabhängig von ihrem Flüchtlingsstatus eine Bleibeperspektive geben, eine unbefristete Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis mit Einbürgerungsperspektive. Und das gilt für mich auch für alle, die in Deutschland eine Ausbildung machen. Wir haben das leider in der Koalition immer noch nicht durchsetzen können. Es gibt immer noch jährlich befristete Duldungen. Ich finde, wenn ein junger Mensch in Deutschland eine duale Ausbildung macht, dabei notwendigerweise die deutsche Sprache lernt, eine Erwerbsgrundlage hat, wie kann ein Mensch besser integriert sein, als wenn er das macht? Diesen Menschen wollen wir klare Perspektiven geben. Unterstützt uns dabei. Dieser Antrag ist der richtige Weg, das zu tun. Vielen Dank. Thomas Oppermann, der Vorsitzende der Bundestagsfraktion. Und wir bleiben sozusagen im Bereich Bundestag, denn jetzt kommt die Bundestagsabgeordnete Michaela Engelmeier. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, wenn sich die kleine bucklige Verwandtschaft der Union
in dem südlichsten Teil unseres Landes im Moment mit rechtspopulistischen Äußerungen gegen diesen Menschen, die zu uns kommen, die bei uns Schutz suchen, die Zuflucht in Deutschland finden, übertreffen. Und wenn man in der Union über Obergrenzen und Transitzonen schwadroniert, haben wir Haltung gezeigt. Mit diesem Antrag, den wir heute hier vorlegen, auch mit den Kompromissen, sind wir an der Seite der Flüchtlinge. Und ich möchte, es ist sehr viel schon gesagt worden, ich will mich nicht wiederholen, aber vielleicht den Fokus auf einen kleinen Teilaspekt legen in diesem Antrag. Und zwar ist das das Thema Fluchtursachen bekämpfen. Wir alle reden immer über Fluchtursachen bekämpfen. Was steckt da wirklich dahinter? Und das müssen wir uns mal ein bisschen ehrlich machen. Dazu gehört unter anderem auch das Thema Entwicklungspolitik. Und wenn wir es immer noch nicht geschafft haben, unsere Verpflichtung mit 0,7% unseres Bruttoinlandproduktes in die Entwicklungsländer zu geben, dann müssen wir uns natürlich oft auch nicht darüber wundern, dass genau diese Menschen sich auf den Weg machen und hier zu uns kommen, weil sie es nämlich in ihren Ländern vor Krieg, vor Terror, vor Armut und bitterstem Hunger nicht mehr aushalten. Und wenn ich höre, dass die UN-Hilfswerk und das UN-Welternährungsprogramm finanziell nicht auskömmlich ausgestattet ist, auch da müssen wir uns fragen, dann gucken wir zu, wie Menschen tatsächlich in Flüchtlingslagern in Syrien, im Irak und überall dort vor Hunger sterben. Und das kann es nicht sein. Und auch da, liebe Genossinnen und Genossen, müssen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Haltung zeigen. Und müssen unterstützen, auf die Mitgliedsländer einfach mal einen Druck ausüben. Und ich will natürlich auch nicht verpassen, die Gelegenheit, was zu sagen zu diesen sogenannten besorgten Bürgern, die jeden Montag in Dresden und jeden Mittwoch in Erfurt spazieren gehen und mit unsäglichen Ressentiments gegen Flüchtlinge und andere Andersdenkende vorgehen. Ich kann nur sagen, wir müssen wachsam sein, wir müssen kämpfen und wir müssen die Leute aufklären, dass sie diesen braunen Brandstiftern nicht in die Hände fallen und dass vor allen Dingen die Jugend davon überzeugt wird, dass Ressentiments und Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in diesem Land keinen Platz hat. Und ich möchte diesen braunen Bandstiftern heute hier zurufen, ihr seid nicht das Volk, wir sind das Volk. Ich unterstütze natürlich diesen Antrag und ich möchte euch auch bitten, das zu tun, denn lasst uns in Deutschland zeigen, dass wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten diejenigen sind, die sich übrigens schon seit Jahren mit dem Flüchtlingsthema auseinandersetzen und immer versucht haben zu helfen, wo wir können. Lasst uns weiterhin die Sozialgerechten sein und den Menschen zeigen, mit uns ist zu rechnen. Und in diesem Sinne, Glück auf. Karl Funke. Danke. Ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, als Vorsitzender von Selbstaktiv möchte ich auf zwei Dinge eingehen. Erstens auf die historische Situation und zweitens auf politische Bürgerbewegungen, die Politik von unten dokumentiert haben. Wir haben das mehrfach ausgeführt worden, zurzeit eine historische Situation, in der es gilt, die zu uns kommenden Flüchtlinge aufzunehmen, zu integrieren und entsprechend in Beruf, Leben und Alltag einzubeziehen. Eine historische Situation ist aber nicht dauerhaft und häufig auch einmalig. Von daher begrüße ich die Ausführungen von Hannelore Kraft, die deutlich gesagt hat, wir dürfen gleichzeitig nicht die anderen Personengruppen vergessen, die Gegenstand unserer Politik sind und die sich von Sozialdemokratie was verhoffen. Unter anderem auch wir Menschen mit Behinderung mit dem Bundesteilhabegesetz. Wir gehen davon aus, dass die soziale Symmetrie beibehalten wird und dass die historische Situation mit unserer Unterstützung ausdrücklich gewährleistet wird und gesichert wird. Wir sind der Meinung und danken ausdrücklich Sigmar Gabriel in Mainz, der dargelegt hat, dass es auch darum geht, Menschen mit Behinderungen, die als Flüchtlinge zu uns kommen, aufzunehmen, entsprechend einzubringen und denen neben den Traumaerfahrungen auch die körperlichen Beeinträchtigungen und sonstigen Beeinträchtigungen
mit aufzufangen und entsprechend gut medizinisch zu versorgen. Ein Akzent der Sozialdemokratie, was ich ausdrücklich unterstütze. Ein anderer Bereich ist natürlich, wie kommt es dazu? Und Thorsten Schäfer-Gümbel hat gesagt, es gab Lichtenhagen, es gab Rostock, es gab auch Mölln und Solingen. Übergriffe gegen Ausländer, wie es seinerzeit noch hieß. Aber es gab seinerzeit, auch historisch gesehen, eine bundesweite Kampagne von Menschen mit Behinderung, gesteuert aus Niedersachsen, gegen Übergriffe gegen Menschen mit Behinderungen, gegen Übergriffe gegen Ausländer, wie es seinerzeit hieß, obdachlose Frauen und Personen mit gleichgeschlechtlichen Lebensformen. Ganz gezielt so angelegt, dass da, wo Übergriffe da sind, Bürger von unten sagen, das lassen wir mit uns nicht machen. Und diese Situation hat dazu geführt, dass erstens der damalige Bundespräsident von Weizsäcker die Verfassungsergänzung dann gefordert hat, die später auch gekommen ist. Und zweitens, am heutigen Tag wir aus Niedersachsen hierfür die Auszeichnung der Internationalen Liga für Menschenrechte erhalten haben, um zu dokumentieren, Menschen mit Behinderungen lassen sich ihre Rechte nicht nehmen, Ausländer lassen sich ihre Rechte nicht nehmen und vor allen Dingen, sie sind politisch bewusst. Ich möchte euch alle bitten, neben dem, was heute viel gesagt wurde, wir haben die Helfer, die vor Ort tolle Arbeit machen, unstrittig, sehr wichtig. Wir haben die großen Politiker, die alle erwähnt wurden, alle sehr nett, schätze ich alle. Aber ich schätze vor allen Dingen die große Schar sozial engagierter Bürgerinnen und Bürger, Sozialdemokraten, die sich vor Ort einsetzen, die Demokratie leben und die dann eben Bürgerbeteiligung organisieren. Wir haben das bundesweit organisiert. Die Verfassungsergänzung ist seinerzeit in der Bund-Länder-Kommission gescheitert, das wisst ihr, also auch an den großen Sozialdemokraten, und ist dann aufgegriffen worden. Ich bin stolz darauf, dass die Formulierung von Jochen Vogel kommt. Ich bin stolz darauf, dass weitergeführt sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir künftig stolz darauf sein können, dass wir die Frage der Flüchtlinge, auch der behinderten Flüchtlinge, gemeinsam solidarisch gelöst haben. Wenn wir sagen können, wir haben die anderen Themen, die anstehen, im nächsten Schritt gleichklangig zum Bereich der Langzeitarbeitslosen, zum Bereich der Menschen mit Behinderungen, zum Bereich der Frauen und anderer nicht im Korridor hinterherfallen lassen, sondern die soziale Symmetrie ist bei der Sozialdemokratie gut verankert. Darum sind wir hier. Vielen Dank. Karl Finke ist Behindertenvertreter im SPD-Parteivorstand und hat seine Position hier dargelegt. Und jetzt redet Manuela Schwesig, noch eine stellvertretende Parteivorsitzende und Bundesministerin. Liebe Genossinnen und Genossen, mir geht ein Satz eines Flüchtlings aus einem Interview nicht aus dem Kopf. Dieser junge Mann hat gesagt, ich bin als Flüchtling geboren und ich möchte nicht als Flüchtling sterben. Und ich glaube, mit diesem Satz hat er ausgedrückt, dass es wichtig ist für Menschen, wenn sie schon ihre Heimat verlassen, irgendwann anzukommen. Irgendwann nicht mehr der Flüchtling zu sein, sondern irgendwann eine Heimat zu finden, wo man arbeiten kann, wo man Freunde hat, wo man auch Familie hat und wo man einfach wieder ein sicheres und erfülltes Leben führen kann. Ganz schlichte Wünsche, die wir alle haben. Und ich glaube, die Antwort darauf ist der Antrag mit dem besonderen Schwerpunkt auf Integration. Es wird Zeit, dass wir nach vielen Monaten der Diskussion, wie kann es gelingen, alle unterzubringen, zu versorgen, im ersten Schritt uns stärker auf das Thema Integration konzentrieren. Und das haben wir getan mit dem Integrationspapier der vier Bundesministerin mit Malu Dreyer gemeinsam, wo sich jetzt in diesem Antrag auch viel wiederfindet. Und ich möchte sagen, dass ich es ganz wichtig finde, dass wir herausstellen, was auch Malu gesagt hat. Der Schlüssel zur Integration sind die Kinder und ihre Familien. Vielleicht hat der eine oder andere von euch das Video gesehen, eines kleinen Jungen, der aus dem Kindergarten kam, den man gefragt hat, wie war es denn im Kindergarten? Gut. Und waren da auch Ausländer? Nee, nur Kinder. Ich glaube, diese Antwort zeigt, dass Kinder viel entspannter mit Fremden umgehen, dass Kinder unter Kindern eine neue Heimat bieten und dass Kinder natürlich viel schneller die Sprache lernen. Deshalb ist es gut, dass wir durchgesetzt haben, dass wir weiter den Kita-Ausbau machen, dass wir die Sprachförderung weiter ausbauen und dass wir uns darauf konzentrieren, dass die Kinder und Jugendlichen, die zu uns flüchten
gute Chancen haben und dass wir sie nicht auf die eine Seite stellen und sagen, ihr seid die Flüchtlingskinder, wir machen jetzt das und das für euch und ihr seid die einheimischen Kinder, sondern dass Kinder unter Kinder sind, alle gemeinsam, die, die zu uns kommen und die, die schon hier geboren sind. Das ist der Schlüssel zur Integration. Malu Dreyer hat viele andere Punkte aus dem Integrationspapier angesprochen. Ich finde aber, zur Ehrlichkeit gehört auch, Integration braucht auch Zeit. Nicht nur Geld, sondern Zeit, Kraft und Personal. Und ich glaube, darum geht es, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir zukünftig dafür sorgen, dass wir besser wissen, wie viele kommen zu uns, wann kommen sie zu uns und wer kommt zu uns. Und ich will hier ganz deutlich sagen, mich treibt es unheimlich um, dass Frau Merkel erst sagt, wir schaffen das, dann kommen viele und jetzt heißt es, oh, jetzt wird es uns zu viel und jetzt sollen mal die Kinder und Frauen draußen bleiben. Das ist unmenschlich und das hat mit Integration auch nichts zu tun. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, überzeugt mich unser Konzept, dass wir daran arbeiten sollten, dass wir zukünftig gerade Kriegsflüchtlinge über Kontingente nach Europa und in unser Land holen können. Einmal heißt das sichere Wege und es würde auch heißen, wir können Prioritäten setzen. Wir können denen zunächst Schutz bieten, die den Schutz am allermeisten verdient haben oder auch, was heißt verdient, ist ein blödes Wort, brauchen. Das sind vor allem die Kinder und ihre Familien. Denn Kinder können es sich nicht aussuchen, wo sie geboren werden, wer da gerade Krieg führt und wo sie hinkommen. Und deshalb wären diese Kontingente nicht als Ersatz zum Asylrecht, sondern als Möglichkeit, die Dinge besser zu steuern und auch mit zum Beispiel dem UNHCR besser miteinander zu bereden. Eine gute Möglichkeit, insbesondere Kinder und Familien zu helfen. Mein letzter Punkt. Ich finde schon, dass wir auf die Helferinnen und Helfer, auch auf unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort hören müssen. Die sagen schon, das ist richtig, aber wir haben ganz praktische Probleme vor Ort. Wir müssen Zeit haben, auch das gut hinzubekommen. Und deshalb, auch Familien schreiben mir und fragen, wird es klappen mit meinem Kita-Platz oder kommen jetzt eher die Flüchtlingskinder in die Kita? Das sind Fragen, die sind da. Das sind nicht die Leute von Pegida, sondern die Leute, die auch wollen, dass wir Flüchtlingen helfen, aber ihre Fragen haben. Und ich finde, wir müssen auf diese Fragen Antworten geben mit der doppelten Integrationsaufgabe, Bildung für alle, Wohnung für alle und auch Arbeiten für alle. Aber wir müssen die Antworten geben, ansonsten holen die Populisten diese Leute ab. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns dafür stark gemacht haben. Und an der Stelle danke an Sigmar und Thomas, die da mitgekämpft haben, dass wir unser Programm Demokratie leben aufstocken konnten. Die SPD hält Wort. Wir geben jetzt endlich 50 Millionen Euro pro Jahr aus, um die vielen Initiativen zu unterstützen, die sich nämlich vor Ort engagieren, zum Beispiel gegen Rechtsextremismus. Wir haben die Extremismusklausel abgeschafft. Wir müssen die Leute, die vor Ort Flagge zeigen, gegen Rechtspopulismus und vor allem gegen Rechtsextremismus besser unterstützen. Die brauchen unsere Rückendeckung. Und es gibt einen Satz, der immer stimmt. Da, wo wir sind, kann kein Nazi sein. Und deshalb müssen wir viele sein. Vielen Dank.